sonst damit machen? Ober! Frau Obersturmbannführer von Schaffs ist hier. Können Sie gut zuschauen? So, ich spreche von diesem Quatsch, Helga! General Strasse will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit Ihren Fortschritten. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. General Strasse will Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Fuck. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja. So konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Because, my dear incompetent Schreiner, he's not a waiter. He's a spy. Did you really think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz. Oh. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Eberhard, unternehmen Sie nicht! Oh, erschießen Sie ihn! Was ist passiert? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Oh Gott, die ganze Stadt.